So, wie schon besprochen, heute passiert nicht viel. Massensprint für den Krone wegen Affini. Voss fahren das Ding jetzt hier an. Voss momentan 103. in der Gesamtwertung. Ja, ein bisschen ja, Entdeckung des Giros zu viel gesagt, aber macht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Job. So, Kölkeleire ist jetzt gleich durch. Energiegel auch zu spät genommen. Dann gehen wir jetzt schon mal mit Van Garderen raus. Und fahren mal Richtung Spitze. Julius Vandenberg hat da leider so ein bisschen den Anschluss verloren. So, Energiegele werden genommen. So, wir sind in einer sehr, sehr guten Position. Es zieht uns schon so leicht ein bisschen den roten Balken raus. Dann kommt jetzt mal Vandenberg und Rum Guerrero muss ja dann auch schon bald lossprinten. So, auf dem letzten Kilometer oder auf den letzten 3 Kilometern drehen wir dann auf 99 hoch. So, jetzt geht's los. Vandenberg bringt uns in Position. Mal schauen. Fahren noch ein Stück. Wir fahren noch ein Stück. Die sind zu früh draußen, die Jungs. Die werden noch bitter bereuen, dass sie das da gerade gemacht haben. So, Betiol ist natürlich jetzt auch weit hinten. Kommt da aber nochmal nach vorne. Alberto Betiol. Yes. Holt sich den Sprintsieg. Was ist denn hier los? Perfekter Sprint. Die waren, wie gesagt, zu früh draußen. Die Zolo. Wo ist der überhaupt? Kommt der noch an oder lässt das sein? Man weiß es einfach nicht. Viel zu früh im Wind gewesen, wer auch immer da vorne gerade raus ist. Ich dachte, es wäre Nizzolo gewesen. Auf jeden Fall Berto Bettiol mit dem Sprintsieg. Richtig gute Sprintanfahrt von unserer Seite natürlich. Da hat unser Team das auch dafür gemacht, dass wir haben so viele gute Fahrer, die in der Ebene bockstark sind. Also da kann man gut mitarbeiten. Max Kanter sehr schön für DSM auf der 12, Carthy auf der 10, Guerrero auf der 9. Unser Team also auch schön weit vorne mit dabei. So ein paar Fahrer sind dann sogar noch abgehängt worden. Da sehen wir es nochmal, ich glaube, aus der Sicht von Dylan Groenewegen. Und da kommt Betiol auf den letzten Metern vorbeigeflogen und holt sich den Sieg. Ganz, ganz bitter für den Jumbo-Fahrer, der jetzt ja auch beim Giro ausgestiegen ist. Es gibt keine Etappen mehr für die Sprinter. Ich sehe das immer ein bisschen ungern, aber ich kann es auch verstehen Richtung Formaufbau. Was macht das jetzt für einen Sinn, sich 8 Etappen, schwere Bergetappen in die Beine zu fahren, was absolut für einen selber sinnlos ist, aber trotzdem immer schade, wenn die Sprinter dann aussteigen. Also Betiol vor Gaviria und Groenewegen, Simon Yates in der Gesamtwertung weiterhin vor Mikel Landa und Hugh Carthy. Cepeda mit 80 Punkten in der Bergwertung weiter vorne. Punktewertung, klar, der beste Sprinter des Giros ist Alberto Betiol. Das haben wir auch in der Realität schon gelernt. Der Mann ist unschlagbar. Unschlagbar. Nee, aber schön, dass er hier auch den Sprintsieg holt. Vor allem im normalen Massensprint einfach mal Dylan Groenewegen geschlagen. Richtig nice. Konkurrenz hat es allerdings auch ziemlich verkackt, indem sie den Sprint schlecht angefahren sind. So, jetzt geht's nämlich schön hoch zum Monte Zoncolan. Da freuen wir uns alle drauf. Berg der zweiten Kategorie vorher noch, der Forcella Monte Rest. Klingt so, als könnte man da mal eine schöne Rast machen. Sollten wir allerdings nicht. 14. Etappe, Hugh Carthy hoffentlich weiterhin in Topform. Die Tagesform, die letzten Tage waren eben auch stark. Wir brauchen schon mindestens eine plus 3, um den Etappensieg mitzufahren, vielleicht sogar ein bisschen mehr. So, Berg der zweiten Kategorie startet Forcella oder Forcella Monte Rest, haben wir schon darüber gesprochen. Klingt irgendwie freundlicher, als es dann tatsächlich ist. Tempo ist schon ziemlich hoch. Wir sehen es an den Pulswerten. Vorne drückt Arashiro, der für Bahrain Victorious dabei ist. Jetzt übernimmt dann wahrscheinlich gleich Valz. Dratnik ist noch, Mohoric, also die Helfer werden jetzt erstmal verballert. Dann haben wir Mikel Landa, Caruso, Bilbao. Wir erwähnen das immer wieder. Was für ein bockstarkes Team dieses Bahrain Victorious gewesen wäre mit Mikel Landa als Kapitän. Sehr, sehr schade, dass das im Endeffekt jetzt nicht gereicht hat. Ich habe die Top 10 schon mal markiert. Da haben wir auch Egan Bernal wieder in den Top 10. Auch wenn der natürlich schon ein bisschen Rückstand hat. 7. Platz mit 4 Minuten 16. Wir sind mit 1,20 in einer guten Position. Heute mit der Plus-2-Tagesform. Haben darüber gesprochen, dass wir wahrscheinlich mindestens die Plus 3 gebraucht hätten, um den Etappensieg mitzufahren. Aber Simon Yates ist unser Konkurrent. Da werfen wir natürlich dann auch den Blick drauf. Sein Team ist schon ordentlich. Er hat Nick Schulz an der Seite. Wir können aber mal ganz kurz auf Bike Exchange schauen. Bislang sehr unauffällig, was Simon Yates beim Giro macht. Ich weiß nicht, wann jetzt diese Folge hier kommt, aber bislang kommt von seiner Seite aktiv nur relativ wenig. Audrey Hepburn noch mit dabei, Juul Jensen, Kangert, Mikel Nieve, also schon so ein paar Kletterer sind mit drin und Nick Schulz, der dieses Jahr auch eine sehr starke Saison fährt, jetzt hier auch schon vorne mit drin. Es werden auch bald die ersten Helfer rausgehen. Leider, Koikeleire haben wir hier vorne, der schon schwer tritt. Da haben wir sowieso Van
von Gardarin, der schon rausgeht. Das ist ja bitter. Mit der minus 3 Tagesform heute leider geht er nicht mehr. Natürlich kann ich jetzt auch keine Ergebnisse verlesen vom Monte Soncolan, weil die Etappe gerade hier links neben mir läuft. Da schaue ich gerade, ist ja relativ flach. Die Fahrer sind jetzt, glaube ich, so circa hier in diesem Bereich. Da passiert erstmal relativ wenig. Ich denke, auch am Berg der zweiten Kategorie wird noch nicht viel gemacht. Das ein oder andere Team sorgt vielleicht dafür, dass Helfer rausfliegen. Aber ob das jetzt wirklich dann kriegsentscheidend sein wird, das wage ich einfach mal zu bezweifeln. Das Iolo Cometa Team mit Rivi, der in den letzten Tagen ja auch in der Ausreißergruppe war beim realen Giro. Und das Tempo hier ist schon ziemlich hoch. Also das ist ein anderer Rennverlauf, als man ihn vielleicht in der Realität erwartet. Dann haben wir mal Sam Kahn, die Seite von Guerrero und Caicedo mit der Plus 2. Tagesform ist wirklich wichtig. Finde ich auch gut, dass das so ein wichtiger Faktor ist, weil so hat man dann eben auch eine größere Diskrepanz, auch zwischen den Tagen größere Unterschiede einfach nochmal. Yukathi wieder nicht in der besten Zeitfahrposition. Vorne Yates und Landa, die da so eine kleine Lücke rausgefahren haben. Sollte allerdings nicht ganz zu kompliziert werden. Dann sind wir auch schon fast unten wieder im Tal. Na, da vorne hat sich doch eine kleine Gruppe abgesetzt, die aber jetzt wieder aufgefahren wird. Die wollten auch gar nicht weg. Bei Rhein Victorious hält einfach das Tempo so hoch, dass man da selbst die eigenen Fahrer kaum noch mithalten können. So, rum Guerrero, Caicedo, der leider auch schon ausgeschieden ist auf der Strade Bianca-Etappe. Da hat es ihn gerissen und wir müssen jetzt ein Stück nach vorne fahren, damit er keine Lücke reißt. Nick Schulz ist jetzt durch. Da haben wir Romain Bardet, der den Giro auf der letzten Etappe verloren hat. Da sind einige Fahrer, die jetzt schon schwer treten und vielleicht auch nicht optimal positioniert sind. Wir haben da Marc Soler, Almeida noch relativ weit hinten. Ansonsten von den Top 10 sind, glaube ich, erstmal alle vorne mit dabei. Da haben wir auch Peter Sagan noch am Ende der Gruppe. So, und jetzt wird getanzt beim Giro. Auch nicht schlecht. Gerade in der Tanzgruppe gewesen, die auf der Wiese gesehen hat. Oh, der Helikopter ist da. Da fangen wir doch mal an zu tanzen. So, Yukathi in einer guten Position. Noch vollen gelben Balken. Vielleicht nochmal ein Wasserkredenzen von Alberto Betiol. Jetzt, wo es eh gleich so ein bisschen flacher wird. Gruppe ist gerade auch schön klein. Ja, so viel dazu. Weiß nicht, ob das jetzt die beste Lösung war, jetzt ein Wasser zu holen. Ich hoffe mal, er fällt da jetzt nicht gleich raus. Macht das Wasser voll, mein Freund. Mal schauen, Alberto Betiol, jetzt hat er volles Wasser, sehr gut. Dann funktioniert es doch und dann haben wir Ruben Guerrero, den wir gleich vorne dran schnallen werden. Beziehungsweise wir machen mit Guerrero da mal Tempo rein und hängen dort hinten Cathy noch dran. So, noch 33 Kilometer, Ausreißergruppe noch vorne weg. 9 Fahrer sind es. Richtung Bergtrikot haben wir heute nichts unternommen. Jay Hindley ist hier vorne in der Gruppe mit drin. Victor Lafay, ja auch schon Etappensieger. Cavagna wie immer mit dabei, genauso wie Rudi Molar, Jan Hirt und Sepulveda. Auch schön. Der Argentinier für Androni. Irgendwie vergesse ich den Namen immer. Androni Giocattoli. So, Gino Meda arbeitet natürlich für Mikel Landa. Heute geht nichts Richtung Etappensieg, den hat er sich ja auch schon geholt. Da ist Fabro. Die Gruppe hier wird wieder etwas größer. Wir machen da momentan auch kein Tempo. Caicedo ist auch wieder da. Schönes Ding. Und jetzt ist hier ziemlich Tempo raus, weil Bahrain Victorious nichts mehr macht. Wir lassen die mal weiter arbeiten. Walz hat dann nochmal ganz kurz einen Energieschub bekommen. Da war es aber dann auch schnell wieder rum. Also jetzt können natürlich alle hier wieder regenerieren. Und dann schauen wir mal, dass Guerrero da gleich was macht. So, kurzer Cut, weil wir das Frühstück besprechen mussten. Schauen wir mal, dass wir den Zug mal langsam starten. Sam Carr wird wahrscheinlich heute nicht wirklich lange bleiben können. Betiol kann jetzt nochmal in diesem leichten, flacheren Stück. Dann hauen wir Caicedo, Guerrero und dann Yukathi hinten dran. Dann ist er halt schon in vierter Position, aber ist ja nicht ganz so schlimm. Betiol bringt uns da jetzt mal aus dem Gröbsten raus. Dann schauen wir mal, was da so geht. Tempo ist ohnehin gerade sehr, sehr hoch. Also jetzt dann doch wieder die Tempoverschärfung. Caruso hat das vorne, das Ruder übernommen. Dann schauen wir mal, dass Simon Carr schon mal das Energiegel bekommt. 18 Kilometer sind es noch. Schlussanstieg ist 13 Kilometer lang.
Für uns sind es noch ein paar Meter mehr. Bettiol natürlich extrem stark in der Ebene. Dann nehmen wir jetzt auch wieder ein bisschen Tempo raus. Weil momentan der blaue Balken von Kathy dann schon auch ein bisschen malträtiert wird. Boah, jetzt geht es da vorne aber gerade richtig ab. Jetzt ist Bilbao, der da übernommen hat, aber dann auch wieder rausnimmt. Also dieses dauernde, unstete Tempo erinnert ein bisschen an das Tour de France-Spiel. Das war da immer sehr, sehr nervig, dass dauernd diese Tempowechsel kamen und man sich da dumm und dämlich platt gefahren hat. So, 14,9 Kilometer. Da Simon Carr übernimmt nochmal die Spitze. Bettiol bringt uns gleich in den Berg rein und dann haben wir Caicedo, Carthy und Co. Den Zug hätten wir uns vielleicht erstmal sparen sollen, um ehrlich zu sein. Dann machen wir das jetzt anders. Bettiol kümmert sich jetzt nochmal um Caicedo oder Caicedo, wie auch immer. Weiß nicht genau, irgendwie sagen die da immer unterschiedliche Sachen. Und jetzt fahren wir wirklich aber unseren Stiefel hier relativ gut und locker nach oben. Wollen da eigentlich auch kein großes Tempo machen. Das soll die Konkurrenz machen. Aber die ist alle überall ziemlich platt. Da sieht man, da geht kaum was. Es sind jetzt noch 11 Kilometer bis oben hin. Da kommt die Attacke von Vlasov. Die attackieren also relativ schnell und früh. Das ist für uns immer gut, weil die oben raus dann platt sind. So, Vlasov und Mollema wollen es wissen. Die wollen es wissen. Schau mal, die Gruppe hier immer noch 29 Fahrer. Ich scroll mal ein kleines bisschen weg. Dann werden wir wahrscheinlich gleich wieder nichts sehen, weil wir im Blätterwald sind. So, Caicedo mit Bettiol vorne dran. Da geht jetzt schon nach vorne noch einiges. Dürfen wir uns jetzt auch nicht wegdrängen lassen. So, wir bleiben mal im normalen Tempo. Vorne hat sich jetzt schon da eine starke Gruppe gebildet. Egan Bernal fährt an uns vorbei. Caicedo kriegt mal das Energiegel. Und oben wird es ja erst so richtig steil. Also da muss man auch echt aufpassen. Leider wird die Straße jetzt hier nochmal ein klein wenig schmaler. So, Caicedo hängt sich dort dran an Emanuel Buchmann. Hier vorne die Gruppe um eben auch die Ausreißer. So, Rum Guerrero übernimmt. Natürlich nicht allzu schnell. So, und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier gut durchkommen. So, einmal ein bisschen hin und her steuern. Vorne sehen wir Bernal, Mollema, Vlasov. Müssen wir jetzt ganz gut timen. Immer noch 5 Kilometer bis oben hin. Guerrero nimmt mal ein bisschen Tempo raus. Carthy sieht immer noch ganz fresh aus. Also Bennett, Landa haben wir hier alle. Dann gehen wir doch wieder näher ran, weil sonst sehen wir nichts mehr. So, bislang können wir das Tempo hier gut mitgehen. Und jetzt geht es dann erst gleich in diese richtig, richtig steilen Rampen rein. Vlasov und Mollema sind da vorne schon relativ stark und weit weg. Das sehen wir da vorne, aber der Abstand kann jetzt auch gerade ein bisschen täuschen. Da kam jetzt nochmal die Tempoverschärfung hier vorne. Rum Guerrero arbeitet da nochmal für uns. Sind es noch 3,5 Kilometer. Ducati kriegt mal das Energiegel und muss es dann jetzt selber fahren. Aber er kann jetzt eben auch noch richtig schön reintreten. Jetzt kommen die sehr, sehr steilen Rampen. Vorne Mollema, Bernal, Vlasov, Landa. Ducati mit dem 75er-Wert. Da haben wir jetzt Formolo hinter uns. Jan Hirt aus der Ausreißergruppe noch. Jetzt sind die da vorne alle ziemlich durch und Ducati kann noch. Noch 2 Kilometer bis oben hin. Wir bleiben mal auf der 75. Da fahren wir jetzt an Vlasov vorbei, der wie gesagt viel zu früh attackiert hat. Dann haben wir Bernal und Mollema, die auch schon wie gesagt sehr, sehr schwer treten. Da fahren wir mal rechts vorbei. Dann gehen wir in Führung. Mal schauen, ob die da gleich nochmal irgendwas machen können oder ob jetzt alle platt sind. Jetzt geht es auch gerade bei uns in die letzten Reserven. Bleiben jetzt einfach mal bei dem roten Balken und machen da keinen Sprint hin. Vielleicht kommt Mollema noch an uns vorbei, aber das sieht erstmal gut aus. Mollema Vierter.
Der ist jetzt allerdings dann auch Platz. Und dann müsste das doch der Sieg werden für Yukathi. Die letzten Millimeter, da sind wir durch. Aber Yukathi, yes, holt sich den Sieg. Schöne Bergankunft von unserer Seite am Monte Songkolan. Holt sich Yukathi vielleicht das rosa Trikot. Mollema mit Rückstand. Dann haben wir Vlasov mit 2,49 vorher. Landa mit 1 Minute 6, aber das müsste auch gereicht haben. Dann haben wir Jay Hindley, Bennett, Buchmann, Guerrero auch stark Richtung Teamwertung. Natürlich wichtig, dass er ja gut mitkommt. Emanuel Buchmann verliert wieder viel Zeit. Romain Bardet, Sepulveda, Evenepoel. Der, wo ist Almeida? Der bei Almeida geblieben ist. Aber auch da ging nicht viel. Und wo ist überhaupt das rosa Trikot? Da haben wir Simon Yates. Den haben wir ja völlig vergessen. Simon Yates verliert heute richtig, richtig Zeit. Keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Und jetzt drückt Cavagna ihn nochmal weg. Also Energie hätte er noch. Naja, nicht mehr. Doch nicht. War kurze Freude bei ihm. Also, Riesenüberraschung am Monte Songkolan. Simon Yates bricht völlig ein. Yukathi holt sich den Etappensieg vor Bauke Mollema und Alexander Vlasov. Kann man schon mal sagen, Vlasov hat heute auf jeden Fall was vor bei der Etappe. Wie gesagt, ich bin gerade noch in dem Flachstück, gerade live, wenn ich nach links schaue. Aber Astana hat sich da schon mal vorne mit eingespannt bei Ineos. Also ich glaube, Vlasov fühlt sich heute gut. Und dass wir das mit Yukathi noch so gut gewinnen, hätte ich persönlich nicht gedacht. Aber wenn es so steil auf den letzten Kilometern ist, dann noch eine gute Tagesform, dann weiß man einfach, dass man relativ gut vorbeifahren kann an den Kollegen. Und dass die Attacken so früh unten reingestartet wurden, war für uns optimal. Das ist einfach gut. Gehen rüber zur Siegerehrung. Und sehen, Yukathi holt sich den Sieg und große Abstände auch nach hinten. Bedeutet auch, yes, rosa Trikot für Yukathi vor Bauke Mollema, Mikel Landa, Vlasov und Egan Bernal. Fährt sich auf den 5. Platz nach vorne. Natürlich gibt es noch ein Zeitfahren. Das sollte man nicht außen vor lassen. Da sind wir nicht ganz so stark mit Yukathi. Cepeda in der Bergwertung vorne vor Yukathi. Also auch da ist er jetzt schon auf der 2. Betiol in der Punktewertung nach wie vor deutlich, deutlich vorne. Vlasov vor Bernal und Almeida in der Nachwuchsfahrerwertung. Da sind schon tolle Fahrer mit dabei, die auf jeden Fall Rundfahrten gewinnen werden. Egan Bernal hat es ja schon geschafft. Eine dreiwöchige Rundfahrt natürlich. Teamwertung geht auch an uns. Also wie gesagt, ich balle die Faust. Freue mich sehr drüber. Monte Songkolan. Das war eine richtig schöne Etappe. So, ist auch wieder Liebe. Ach Mann. Das ist mega merkwürdig, ich weiß. Egal. So, Kathi übernimmt das Ruder. Freut uns. Betiol sogar auch noch auf der 12 in der Gesamtwertung. Ich kann ja auch hier hinschauen. Ich muss gar nicht auf den zweiten Bildschirm schauen. Ruben Guerrero auf der 22, Simon Carr vorne. Und in der Teamwertung ist halt auch wichtig, dass die anderen immer gut mit rüberkommen. 11 Minuten der Vorsprung da für uns. Und das rosa Trikot für Yukathi glaube ich, wie gesagt, in der Realität nicht dran. Die 15. Etappe ist relativ flach. Die können wir dann in der nächsten Session mit reinnehmen. Das war es jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob ich das in ein oder zwei Folgen mache. Mal schauen, wie lange die Folge dann auch wird. Ansonsten gibt es so ein kleines Giro-Spezial am Samstagabend. Kann man sich doch auch anschauen. So ein bisschen nachgeholt die Etappen. Und hinten raus haben wir doch jetzt eigentlich fast alles gewonnen. Nicht nur fast, sondern ich glaube, wir haben eigentlich alles gewonnen. Einmal Zweiter geworden, glaube ich, auf den letzten Metern, wo er noch übersprintet wurde. So, also von Grado nach Gorizia, deswegen geht es hier auch so Grado ins Ziel, 142 Kilometer, da kann man die Beine ein bisschen durchschütteln, bevor es beim Giro dann eben ab der 15. Etappe auch, na, ab der 16. Etappe natürlich, ins Finale reingeht, nach Cortina d'Ampezzo, das klingt schon sehr nach Wintersportort, klingt nach Anstrengung. Dann geht es auf der 17. Etappe Sega di Ala nach oben. 12 Kilometer, 9,4% vorher der Passo di San Valentino. Also da geht es richtig zur Sache. Das wird Bock machen. Und wir hoffen auf eine gute Tagesform mit Yukathi, der jetzt ohnehin schon mal die Plus 1 mitbekommt, weil er in der Gesamtwertung vorne ist. Da sehen wir es, die Motivation, Eigenschaft, Regeneration und Wetter. Okay, dann halt keine Gesamtwertung. Dann lassen wir es halt sein. Jo, also, rosa Trikot für Yukathi. Wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahmesession beim Giro d'Italia 2021.